Hallo, ich bin der Reini. Hallo, ich bin der Martin. Wir unterrichten beide Trompete. Und wie ihr seht, die Trompetenfamilie besteht aus ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Aus großen, aus kleinen, aus dicken, aus dünnen, aus goldigen, aus silbrigen. Genau, aus teuren und billigen. Da zum Beispiel haben wir ein Kornett. Das ist ein Schülerinstrument. Wenn die Schüler noch klein sind, dann fangen sie besser mit dem Kornett an, weil man das relativ gut heben kann. Das relativ klein gebaut ist. Es gibt zwei verschiedene Bauarten der Trompete. Einmal die amerikanische Bauweise mit Pumpventilen und die deutsche Bauweise mit Drehventilen. Die Trompete ist ganz vielseitig einsetzbar. Man findet sie in der klassischen Musik, im Blasorchester, im Jazz, im Rock, in der Oberkrainer Band. Überall kann man Trompete spielen. Und wie das Ganze klingt, das zeige ich euch jetzt.